Hallo Leute, ja, wir sind hier an der Rampe, die wir letztes Mal gebaut haben, und unser Ziel ist es jetzt hier hochzukommen. Ich wollte das Fahrzeug nehmen und das erste Stück dann erstmal hochbewegen. Das machen wir jetzt erstmal sofort. Ihr schaut das Logo und dann fahren wir los. So. Jetzt müssen wir hier mal drehen. Schauen, dass wir da hochkommen, ne? Ein bisschen tricky so schmal, ne? Aber wir kriegen es wohl hin, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Okay, bis hierhin sind wir. Hier ist die nächste Ebene. Und wir werden jetzt einfach da hier irgendwo, oh, da ist ja noch ein Loch, wenn wir hier weiterbauen, ne? Kann ich hier einfach aussteigen? Sieht so aus. So, das bedeutet, wir holen unser Werkzeug raus, formen das passend um. Also ganz gefällt mir das noch nicht. Ich glaube, diese Schräge hier, die wäre schon ideal dann, ne? Okay, jetzt haben wir kein Material mehr wohl. Jetzt müssen wir uns dann woanders wegbauen, holen. Dann hier weiterbauen. Müssen wir wieder hier was abbauen. Damit wir hier weiter hochkommen. Oh, das ist jetzt ganz schlecht, ne? Aber ich sehe zum Glück meine Rampe noch. Wenn der Akku leer ist, ist das nicht gut, ne? Jetzt kriegen wir wieder was. Kriege ich das da hoch? Aber ich müsste es ja sofort fertig bauen können, dass wir da vorne auch hoch können, ne? Das müsste ja jetzt klappen, oder? Wir sind ja schon fast da. Kurz hier noch was weggemacht. Einmal checken. Ich glaube, hier kommen wir hoch. Dann runter und dann fahren. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Betreten und fahren. So. Das klappt schon mal gut hier. Jetzt müssen wir eigentlich auch irgendwo mal langsam oben sein, oder? Oder die ist immer noch nicht oben hier. Da geht es noch weiter hoch. Ist hier irgendwo was Interessantes noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wie kommen wir da weiter?
Hier nicht. Da geht es schon wieder runter. Ah, da ist noch so eine schicke Pflanze. Da ist auch so eine schicke Pflanze. Das heißt eigentlich, wir müssen gucken, was wir da. Ja, sieht gut aus eigentlich. Aber ich komme da nicht hin, ne? Oh, es würde knapp da gehen. Geht das so? Oh, kein Material mehr, ne? Dann bauen wir da halt was ab. So, und dann kommen wir hier hoch, oder? Das sieht erstmal gut aus. Und hier sieht es jetzt nicht so gut aus. Da fahren wir dann runter. Aber da geht's weiter, oder? Das heißt, wir bauen hier mal gerade was ab. Um das darüber zu holen, oder? Gut. Machen wir den Buckel hier noch weg. So, dann müssen wir gucken, dass wir hier hochfahren. Irgendwo ist hier wieder so eine schicke Pflanze. Einsteigen. Drehen. Aber drehen ist es nicht, ist nur hochfahren. Okay, das hat mir jetzt ja. Da geht's aber weiter hoch, oder? Gucken wir mal gerade. Da geht es weiter hoch. Mal schauen, dass wir das hinkriegen. So, einmal rechts rum. So, hier ist das nächste Loch. Da geht es auch weiter hoch. Und wieder was bauen, ne? Heißt, keine Ahnung, ob das hier so passend ist. Hier haben wir gerade ein Stück weiter. Boah, wie tief sind wir denn gewesen? Okay, hier ist wieder mal. Das sieht nach einer mir gebauten Rampe aus, kann das sein? Ja. Okay, das ist schon mal nicht schlecht dann. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir hier runter gehen. Wo ist es hier lang? Zu unserem Wagen, der da steht. Dann können wir einsteigen und dann kommen wir hier irgendwie raus, weil da vorne war ja unser Weg nach oben. Höchstens wir stürzen jetzt ab, dann haben wir ein Problem. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf einer Rampe, die uns nach oben bringt.
wo wir wahrscheinlich schon mal hergefahren sind, ne? Ja, da ist auch noch eine Rampe. Muss ich da hier rumfahren, um da hochzukommen? Wohl nicht, ne? Ne. Jetzt habe ich gedreht, dass ich da passend hochkomme, oder wie ist das? Ich glaube, ich muss aussteigen und abbauen. Das hat so keinen Sinn, da lang komme ich so nicht. Oh, man kann hier ganz hinten rumfahren, okay. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Da kommen wir durch. Passt schon. Alternative, wir buddeln das hier gerade weg. Und kommen dann da um die auch lang. Okay. Ist das da draußen? Ich glaube ja, ne? Sieht danach aus, als ob wir da draußen sind. Wir haben das Tageslicht nach X Versuchen, Versuchen kann man nicht sagen. Wie soll man sagen, nach X Forschungswegen haben wir das geschafft. Ja. So, dann sind wir an unserer Basis angekommen. Haben aber jetzt nicht wirklich das geschafft, was wir schaffen wollten, weil wir haben jetzt keinen Schwefel gefunden. Aber das hat er ja. Ich glaube, der Frank war es, geschrieben, dass das irgendwie anders funktionieren muss. Artefakt. Das können wir jetzt untersuchen. Ja, das ist alles, was wir mitgebracht haben, ne? Ein bisschen Gemisch. Ist hier Platz? Ne. Ist hier Platz? Ne. Ja, dann mach's da rein. Aus dem Rucksack haben wir noch Ammoniak. Kleinen Generator. Okay. Der war jetzt sozusagen fast über. Titan haben wir mitgebracht. Das packen wir mal hier hin. Eisen haben wir mitgebracht. Und auch hier haben wir da. So, der Rest ist nicht relevant erstmal. Den Generator können wir da einfach hinstellen, weil das macht ja auch keinen Sinn, das Ding mitzunehmen. Was haben wir hier jetzt liegen? Und Drucker war da noch. Hier ist Schwefel. Wo kommt der jetzt weg? Okay. Dafür musste man aber so ein, ich weiß nicht, wie der hieß. Atmosphärengenerator oder sowas bauen, ne? Hier haben wir einen Sauerstoffmacher drauf. Wenn ich jetzt hier was lege, ne? Verbindet sich das aber nicht mit dem Sauerstoffmacher. Das ist schade, ne? Gut. So, das Ding ist leer. Das Lager steht irgendwo unten wahrscheinlich noch, das zweite. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir weiter? Schutt. Und da oben ist ein Lager. Haben wir das da drauf getan? Das mal flach, dann ist das schon mal besser. Gut, wir haben den Ausgang gefunden und sind jetzt verwirrt, weil wir nicht wissen, was wir machen müssen, ne? Reingehen kann man da nicht. Hier haben wir was abgebaut. Ich glaube, Harz, ja, das sieht so aus. Tja, wir sind jetzt von da gekommen, aber wir sind eigentlich nicht da reingefahren, glaube ich, sondern wir sind da hinten reingefahren, oder?
Naja, wir werden sehen. Gut. Warte mal, die Plattform hier. Können wir irgendwie was bauen, dass wir da hoch können? Nee, ne? Doch, wir können ja einfach hier was anarbeiten. Da drunter noch alles heile. Kann ich an den Drucker noch dran? Ah, der ist jetzt so ein bisschen da drin. Dann müssen wir den Drucker mal woanders hinstellen, aber jetzt gerade nicht. Kann man da so jetzt hoch? Ja, kann man. Sehr gut. Hier liegen jetzt noch so viele Teile rum. Ja, das sollten wir mal vielleicht einpacken, das Dynamit, und dann mal so ein Dingens aufmachen. Ja, wo ist so ein Koffer? Gute Frage, ne? Hier um die Ecke liegt wahrscheinlich keiner, oder? Heißt die Forschung zu Ende? Ist ein nur Schrottteile hier oder ist da was zum Holen? Forschungsgegenstand, okay. Kompatibel mit der Forschungskammer. Aber ich krieg's nicht weg, oder? Ah, jetzt habe ich ihn gekriegt. Jetzt muss ich den da drauf packen, aber das geht wieder nicht, weil ich ein Lager mit habe. Jetzt geht er da drauf, ne? Schutt. Also, das ist eine Rettungskapsel. Ist da noch was drin? Was? Ja, da ist noch was drin. Kupfer. Da ist noch was. Aluminium. Und ist da noch was drin? Nee, ne, oder? Das ist Schutt. Hier ist auch so ein Loch, wo man nach unten kann, ne? Okay, das heißt. Ich packe das zweite Lager auch noch gerade runter und nehme noch den dicken hier mit. Der geht nämlich auch als Forschungsprobe da drauf. Ne? So, dann fahren wir gerade zurück. Bringen das weg. Laden die zwei Sachen hier ab, weil die können wir ja dann hier erforschen. Na, fertig ist das noch nicht, ne? Und gucken zu, dass wir unsere Lager wieder kriegen auf dem Anhänger. Sehr schön. Geht es hier wieder runter? Ja, da geht es wohl wieder runter, oder? Könnte sein, dass es da reingeht. Will ich jetzt aber gerade nicht, sondern ich wollte gucken, was da gegenüber ist. Dann komme ich aber so nicht hoch. Ah, Ammoniak ist hier am Glänzen. Wahrscheinlich war das. Nee, da ist. Ah, da ist. Ja, genau das ist da. Gemisch. Was haben wir hier für Dinger? Okay. Roboter 01.
20 Erholungspunkte. Aber die kann ich jetzt nicht packen, ne? Wie kriege ich die denn gar nicht mit? Sternförmiges Objekt. Da oben steht auch noch einer. Da kann ich gerade nichts mit anfangen. Keine Ahnung, warum nicht. Das ist Neuland. Da ist auch noch eine abgestürzte Geschichte. Kriegen wir da noch was raus Gutes? Hier ist nichts dran. Da ist auch nichts. Im Triebwerk geht auch nichts. Ah, hier ist offen. Und was haben wir hier? Schutt. Vielleicht waren wir hier schon, haben wir schon geholt, oder? Kann auch sein. Okay, das heißt, hier haben wir auch nichts abgeholt. Hier sind die Roboter mit diesen Teilen. Hier ist noch eine Kammer, die braucht Strom. Kann ich das mit dem bauen hier? Ich glaube nicht, ne? Oder wie war das? Doch, der geht auch. Aber ob es reicht, ist eine andere Frage, ne? Oder? Ja doch, er lädt auf. Dann kriegen wir den da jetzt gleich raus. Fast voll. Da ist er. Und eine neue Forschungsprobe. In groß. Aber ich lasse die hier, das bringt mir nichts, weil ich meine beiden Lager dann hier stehen lasse. Das bringt will ich auch nicht. So. Da brauchen wir ein Zeug, was wir dran machen. Gut, ich glaube, wir fahren erstmal zurück. Und dann müssen wir uns für die nächste Folge dann einen Rettungsplan machen, ne? Was war... ein Rettungsplan ist gut. Ja, einen Plan machen, was wir als nächstes tun wollen, wie wir was tun wollen und so weiter und so fort. Weil jetzt sind wir gerade hier aus dem Keller raus, was uns einige Folgen ja gekostet hat. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir weiter vorankommen mit unserer Basis hier. Beziehungsweise was wir hier erarbeiten wollen. Ja, hier ist jetzt gerade kein Strom, dass die Forschungsprobe laufen kann. Ne? Das ist schlecht. So, die läuft und dann wollen wir mal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.